Hey, heute zeige ich euch meine 20 plus besten Upgrades, die ich an meinen Fido D4S Scooter E-Bike dieses Jahr vorgenommen habe. Ich werde alles, was ich gekauft habe, unten in der Videobeschreibung verlinken und auch Kapitel anlegen. So könnt ihr schnell zu dem springen, was euch am meisten interessiert. Warum sage ich Scooter E-Bike? Weil chinesische E-Bikes sind sehr ähnlich wie Scooter. Sie haben auch so einen Gashebel. Also alles, was ich hier zeige, sollte mehr oder weniger mit allen E-Scootern und allen E-Bikes funktionieren. Meine Freundin hat einen Scooter zum Beispiel, weil ein E-Bike zu schwer für sie ist. Was für einen Scooter oder welches Fahrrad habt ihr? Bitte postet in den Kommentaren. Bitte besucht auch meinen Blog, weil ich kann hier nicht alles so ganz ausführlich erklären. Das Bike ist ein absoluter Traum, aber ich habe auch viel Blödsinn gemacht. Und ich will euch auch das ganz ehrlich zeigen. Also bitte lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das gefällt. Die Glocke war mein erster Upgrade, weil auf die Hupe reagieren nicht alle. Und die Glocke vom Scooter war das erste, was gebrochen ist. Ich habe andere Modelle probiert, aber nur dieses hat gepasst, weil der Hebel gerade ist. Es gibt kein Plastik, deshalb sollte sie nicht so schnell kaputt gehen. Weil ich diesen Gasgriff oft benutzt habe, habe ich mir das Handgelenk ein bisschen überanstrengt. Deswegen wollte ich so einen Daumenhebel probieren. Und da habe ich einfach diesen Throttle Boss verwendet. Das Gute ist, ich kann jetzt zwischen Daumen und Handgelenk wechseln. Wenn ich mich oft umdrehe, bekomme ich einen steifen Nacken. Zum Beispiel, wenn ich schaue, ob meine Freundin noch hinter mir ist. Deswegen habe ich mir diesen billigen Spiegel bei Decathlon gekauft. Man kann ihn auf beiden Seiten montieren oder auch umgekehrt. Ich mag umgekehrt, weil ich dann mehr Platz für meine Hände habe. Aber seid vorsichtig, dass euch das Rad nicht umfällt, denn dann ist der Spiegel kaputt. Es gibt einen ähnlichen Spiegel von M-Wave. Ich werde ihn unten verlinken. Es gibt auch eine Version, die man oben montiert, aber ich habe nicht genug Platz. Jedenfalls, meine Freunde verwenden ihn auch gerne als Schminkspiegel beim Radfahren. Das Problem mit den mitgelieferten Griffen ist, dass sie sich beginnen zu drehen. Deswegen habe ich mir solche ergonomische gekauft. Sie haben Schrauben. Es sind eigentlich Kopien der Ergon-Griffe. Ihr müsst links lang und rechts kurz kaufen, wenn ihr einen Gasgriff habt. Einziger Nachteil dieser Griffe ist, dass der Gummi nach ein paar Jahren zu kleben beginnt, vor allem im Sommer. Aber das ist bei den Original-Ergon-Griffen das Gleiche. Da der Lenker nicht so breit ist, wollte ich eine Handyhalterung, die nicht so viel Platz braucht. Außerdem wollte ich eine aus Metall, aber nur aufpassen, dass das Handy nicht zerkratzt. Deswegen verwende ich das Handy mit Hülle. Außerdem habe ich mir so einen Schlauch reingegeben, weil sonst rattert diese Halterung, wenn sie leer ist. Das Gute ist, ich kann mein Handy jetzt auch während der Fahrt laden, weil ich ja dieses neue Display auch gekauft habe. Den Lenker habe ich noch nicht verändert, weil ich mag, dass das Scooterbike nach dem Zusammenfalten so kompakt bleibt. Aber ich überlege einen Upgrade auf das XLC HB1003, aber die ergonomischen Griffe machen das Fahren bereits viel stabiler. Jetzt zu den Taschen und Gepäckträgern. Hier habe ich einen Lowrider, hier habe ich eine Scootertasche von Wildman, hier habe ich einen Gepäckträger und hier habe ich den Burley Travoy Fahrradanhänger. Hier ist die Scootertasche von Wildman. Ich verwende sie, um zusätzliche Akkus mitzunehmen. Das ist die 2 Liter Version und wie ihr seht, passt das Akku gerade noch rein. Ich habe auch eine größere Version, dann hat man noch mehr Spielraum für größere Akkus. Aber Achtung, dann kann man das Sitzrohr vielleicht nicht mehr weit genug reinschieben für kleinere Personen. Ich hatte viel Probleme beim Kauf auf AliExpress. Der Verkäufer wollte mehr Geld, nachdem ich schon bezahlt hatte und die Tasche kam nie an. Ich werde eine Rückerstattung fordern müssen. Jedenfalls habe ich dann einfach auf Amazon bestellt. Das ist der Lowrider von XLC. Der ist eigentlich perfekt für 20 Zoll Falträder, weil ich habe hier genug Platz für meine Füße und ich kann auch zum Beispiel schnell was aus den Taschen nehmen. Ihr müsst nur die Schrauben sehr gut anziehen, weil sonst kann das beginnen, sich zu drehen um die Gabel. Oder ihr verbindet diese zwei Stücke mit einer Brücke, aber dann wird das Ganze natürlich schwerer. Das ist der Gepäckträger von Decathlon. Ich habe den ganz nach hinten schieben müssen und auch die Fahrradtaschen, damit ich hier beim Treten nicht mit der Ferse immer der Tasche anstoße. Außerdem habe ich auf der Seite mit der Bremse längere Schrauben verwenden müssen, damit ich hier mehr Spielraum habe. Ich werde euch einen universelleren Gepäckträger unten in der Beschreibung verlinken. Eigentlich überlege ich, diesen Gepäckträger überhaupt abzumontieren, weil er wiegt 1 Kilogramm und stattdessen nur den Lowrider zu verwenden, weil er wiegt nur 300 Gramm.
Ich verwende auch gerne den Burley Travoy zur Behaltung meiner Kameraausrüstung zu transportieren. Er ist wie geschaffen für 20 Zoll Falträder, weil es genug Platz zum Ausleger gibt, was bei anderen Fahrrädern ein Problem sein kann. Ich werde euch meinen Test hier oben verlinken. Ich habe die Kotschütze von M-Wave, man kann sie sehr schnell entfernen, das ist super. Leider musste ich sie vorne bereits entfernen, da ich dickere Ballonreifen aufgezogen habe. Aber ich werde sie abschneiden, sodass sie nicht unter die Gabel gehen. Ich verwende einen KT-Controller, der ist jetzt hier drinnen. Das ist noch der alte Controller. Die KT-Controller sind sehr beliebt, mein Ziel war eine schnellere Beschleunigung. Ich könnte schneller fahren, wenn ich einen 48 Volt Akku anschließen würde. Dann könnte ich sogar 50 km pro Stunde fahren, aber dafür ist das Bike nicht wirklich gebaut. Ich habe die 10 Ampere Version, die hat gerade noch gepasst. Ich werde euch auch noch die 8 Ampere Version verlinken. Die ist besser, wenn ihr 48 Volt verwenden wollt. Die meisten Schwierigkeiten hatte ich beim Krimpen der Anschlüsse. Viele löten die Kabel einfach an, aber mein Controller ist jetzt Plug and Play und das war gut, weil ich musste schon wieder den Controller tauschen, weil ich den alten beim Experimentieren mit 48 Volt gekillt habe. Besucht wie gesagt bitte meinen Blog, weil dort habe ich alles genau beschrieben. Für den KT-Controller habe ich ein anderes Display kaufen müssen. Ich habe ein kleineres gekauft, weil es nicht so auffällt. Es hat eine USB-Buchse zum Laden des Smartphones. Ich habe jetzt eine bessere Tretunterstützung, einen G-Modus, Cruise Control, 48 Volt Unterstützung und ich kann mir die Spannung anzeigen lassen, weil mit einer höheren Spannung ist das Bike natürlich schneller. Entweder man kauft sich teure Akkus in Europa oder billige in China, aber da muss man aufpassen. Die meisten kaufen Litokaler Akkus, weil die sind okay. Ich habe vor kurzem Small Den entdeckt, die geben die Kapazität ehrlicher an, haben direkten Fabriksverkauf, man kann den Stecker ändern und sie haben gute Rezensionen. Es gibt von Small Den auch ein Akku, das passt genau in mein Bike. Ich werde es euch unten verlinken. Für einen Scooter könnt ihr das Akku hier vorne unten montieren. In meiner ersten Version habe ich den Stromanschluss für den Controller verlängert und auch den für das interne Akku, damit beide außerhalb des Bikes sind. Jetzt kann ich den Strom vom Controller abstecken und mein externes Akku anschließen. Für die zweite Version habe ich mir so eine kleine Blackbox mit dem 3D-Drucker gedruckt und damit kann ich zwischen dem internen und dem externen Akku umschalten, ohne dass ich irgendwas umstecken muss. Zuerst habe ich ein Pappmodell gemacht, trotzdem hat die Box dann nicht gepasst und ich musste sie mehrmals drucken. Ich habe dort auch einen Alarm und ein GPS-Gerät eingebaut. Damit habe ich weniger Stress, wenn ich einkaufen oder auf einen Café gehe. Es funktioniert sehr gut, fast zu gut. Jede Erschütterung wird erkannt. Ich habe mir den Alarm an das interne Akku angeschlossen. Aber ich werde euch unten auch einen Alarm verlinken, der eine eigene Batterie verwendet. Ein GPS-Tracker ist unverzichtbar für teurere Scooter-E-Bikes. Vor allem mit den ganzen Updates, die ich gemacht habe. Ich habe den von Sinotrack, den habe ich auch hier reingegeben. Zusätzlich habe ich noch einen Samsung Smart Tag versteckt. Ihr könnt natürlich auch einen Apple AirTag verwenden. Diese Tags sind leichter zu installieren als ein GPS-Tracker, aber sie zeigen die Position nur, wenn ein Samsung oder eben Apple Smartphone in der Nähe ist oder war. Das Fido D4S hat nur 7 Gänge. Wenn man die 35 km/h entsperrt, muss man sehr schnell treten. Daher habe ich ein größeres Kettenblatt von Light Pro verbaut. Es wird dann auch empfohlen, eine längere Kette zu verwenden. Ich habe mir die KMC X8 gekauft. Ein großer Vorteil habe ich bemerkt, ist, wenn man bergab fährt, dann kann man endlich treten. Es ist natürlich noch immer nicht, wie wenn man 27 Gänge hat. Man kann aber noch die Gangschaltung tauschen. Links für alles in der Beschreibung. Die Bestellung war übrigens ein Albtraum. Zuerst haben sie mir die falsche Größe geschickt. Dann hat DPD gemeint, es wurde zugestellt, aber niemand hat geläutet und mein Postkasten war leer. Das Geld war weg und ich musste mehrmals bestellen. Wie ihr wisst, dauert das immer Monate aus China. Das Scooter E-Bike ist etwas unhandlich, wenn es gefaltet ist. Deshalb habe ich mir diese Transporttasche von Rhinovog gekauft. Ich habe die 20 Zoll Version für Falträder, aber ich hätte die 26 Zoll Version kaufen sollen, weil mein Rad hat gerade so reingepasst. Ich werde euch auch eine Version für Scooter verlinken. Ich habe mir das Fido D4S gekauft, weil es noch relativ leicht ist, für ein E-Bike zumindest. Das ist, weil es keine Federung vorne und hinten gibt. Aber das macht ein längeres Fahren doch anstrengend. Deshalb habe ich mir die Schwalbe Big Ben Plus Ballonreifen gekauft. Wenn man sie auf nur 2 bar aufpumpt, hat man fast schon ein Fatbike. Die Installation vorne war leicht, hinten war es schwieriger wegen dem Motorkabel.
Vielleicht hat euer Bike keinen Hinterradmotor oder ihr könnt das Kabel zum Motor abstecken. Ich musste leider, wie gesagt, auch den Kotschützer vorne vorerst entfernen, aber die Reifen passen noch gut in den Rahmen. Falls ihr weniger Rollwiderstand wollt, werde ich noch die Schwalbe Marathon Plus verlinken. Die Reifen haben noch so Reflexionsstreifen, was nett ist, und die Plus-Version ist bis 50 km/h zugelassen. Ich werde euch auch noch eine gefederte Sattelstütze und eine Federgabel verlinken. Passt nur auf, dass ihr eine Sattelstütze kauft, die für eure Größe lang genug ist. Der Ständer war immer ein Problem, weil er hier in der Mitte montiert war. Und wenn ich das Fahrrad zurückgeschoben habe, bin ich hier immer mit den Pedalen angekommen, bis er schließlich abgebrochen ist. Außerdem hat er immer hier diese Bremsscheibe berührt, wenn ich ihn gefaltet habe. Deswegen habe ich mir hier eine neue Stütze gekauft, die ich hier hinten montieren kann. Passt auf, dass sie wirklich möglichst weit hinten montiert, damit ich hier nichts beim Treten anstößt. Die Bremsen habe ich noch nicht geändert. Sie funktionieren und das Bike stoppt auch, aber bei diesen billigen E-Bikes sind sie nicht wirklich gut und sie quietschen, deshalb denke ich daran, auf Shimano-Bremsen zu wechseln. Passt nur auf, wenn ihr die Bremsgriffe ändert, weil darin ist ein Schalter verbaut, der den Motor trennt, wenn man die Bremsen betätigt. Das ist wichtig, um die Tretunterstützung zu beenden. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen eine Inspiration. Links zu allem, was ich gekauft habe, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und bitte vergesst auch nicht, meinen Blog zu besuchen, weil das habe ich alles im Detail beschrieben. Und ein Like und ein Abo dazulassen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, postet bitte gerne in den Kommentaren. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Pimpen eures Scooter-E-Bikes. Bis nächstes Mal. Tschüss.